Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir irgendwas mit den Kids hier machen können. Da ist er. Justin. Na, was macht euer Fall? Ich bin nicht befugt, unsere Erkenntnisse mit Ihnen zu teilen. Ein bisschen was wirst du mir doch verraten können. Tut mir leid. Jedes Detail unterliegt der Geheimhaltung. Dann gehe ich wohl besser. Tun Sie das. Schade. Ich dachte... Wie finden wir denn die Kinder? Wo sollten die Kinder hin? Hat es einer mitgekriegt? Ja, macht den Schrottplatz sauber. Aber wo sollten die denn hingehen? Wo ist denn die Hütte gewesen, wo die hinter ihr lullert haben? Nee, bei Chloes Bar, ne? Ist oben. Klo ist nicht oben. Lass dir nicht einfallen, etwas zu klauen. Hab ich doch gar nicht vor, Mann. Lola ist im grünen Bereich. Da ist alles schick. Verfressen wie und eh und je. Hier war das. Hier ist die Strullerecke. Genau. Aber nützt nichts. Mensch, wie findet man die Kids? Schade. Das wäre eine Questreihe, die Brambart. Es wird Zeit, dass wir uns intensiver um Karakis kümmern. Ja, okay, gut. Schade. So, wir haben... Upgrade-Material. Okay, es hält jetzt ja entscheidend länger. Aber trotzdem, wo sind die Kinder? Was habe ich darin gepackt? Achso, das war das Monster unten im Dings. Den Marker kann ich natürlich wieder entfernen. Wie kann ich den entfernen? Da, so. Und nochmal so. Okay. Händler, Türsteher. Okay, hier drüben ist er zumindest rüber. So. Wir gehen nochmal gucken an der Kneipe. Vielleicht stehen die ja da. Sehr gut. Es wird immer besser mit dem Jetpack. Was das soll. Mich interessiert das nicht. Kalt lässt mich das nicht. Ich fühle mich damit wirklich schlecht. Für Sie tut es mir leid. Ich habe gehört, dass es in Abessa gab. Ich habe gerade keine Zeit. Ach, wer war denn das eigentlich, der ein Problem hatte? Ich habe mir sowas schon gedacht. Vielen Dank nochmal, dass du mir mit der Outlaw-Sache geholfen hast.
Da müssen wir ja auch noch was tun, dass das da weitergeht. Ach, so viel zu tun und so viel Zeit immer. Hier ist aber nichts weiter. Mensch, wo sind die Kinder? Kein Kind anwesend. Na okay, dann nehmen wir uns den Dings hier. Wer bist du? Lüscht. So, mein Freund, wir können reisen, wenn du möchtest. Ivan. Lass uns nach Caracas aufbrechen. Ravak sei Dank, du tust das Richtige. Die Aussicht, bald wieder bei der Familie zu sein, macht den Aufbruch leicht. Also, mir nach. Ich kann es kaum erwarten, die Tore des Forts hinter mir zu lassen. Oh, wir gehen echt zu Fuß? Verdammt. War das jetzt eine gute Idee? Ich glaube nicht. Hoffentlich hält uns keine Wache auf. Gibt es denn einen Grund dafür? Manchmal reicht es schon, wenn die Kerle mit dem falschen Fuß aufgestanden sind. Oh, da hinten ist ein Turm. Ah, ist der Leuchtturm. Das ging problemloser, als ich dachte. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Vielleicht freuen sich die Wachen aber auch nur, dass sie mich losgeworden sind. Sei's drum, halten wir uns ran. Zum Glück geht's bergab. Ist das gut, wenn's bergab geht? Also bergauf ist doch besser, oder? Welche Route nach Caracas nehmen wir? Ich bin mir noch nicht sicher, aber querfeldein könnte problematisch werden. Weshalb? Ich will nicht zwischen die Fronten geraten. Was meine Leute und die Berserker veranstalten, sorgt nur für gebrochene Knochen. Willkommen, Fremder. Wenn du etwas kaufen oder verkaufen willst, ich bin dein Mann. Ich habe nur die besten Waren zu verkaufen. Interesse? Na, nur die besten. Zeig mal her. Lass uns handeln. Natürlich. Ich wollte eigentlich Pfeile haben, aber ist okay. Ich nehme auch ein Jetpack. Wenn du wieder mal was brauchst, komm einfach zu mir. Ja. Nicht trödeln. Du weißt, dass das ein langer Marsch wird, ja? Das Fort liegt hinter uns. Geht gleich weiter. Nur kurz verschnaufen. Was? Du kannst doch noch, oder? Mach dir um mich mal keine Sorgen. Sollte dir doch mal die Puste ausgehen, habe ich was für dich. Bitte sehr. Nicht mein Geschmack, aber wirkt wie ein zweiter Atem. Lass uns das Tageslicht noch ausnutzen. Wenn du willst, erzähle ich dir unterwegs ein paar Sachen. Bist du interessiert? Wenn ihr Quatsch mehr laufen, na los. Nur zu, schaden kann es nicht. Gut. Das macht die Reise angenehmer. Aber genug Zeit vergeudet. Mir nach. Du erzählst doch die ganze Zeit, nicht ich. Weißt du, ich würde gerne ein bisschen mehr über dich erfahren. Obwohl, warte. Lass mich raten. Du rätst? Ja, der Weg ist noch lang. Lass uns ein Spiel daraus machen. Das vertreibt uns ein wenig die Zeit. Fangen wir mit der Frage an, wo du eigentlich herkommst. Ah, das ist kompliziert. Na, keine Hinweise. Lass mich grübeln. Ja? Ein gebürtiger Outlaw bist du jedenfalls nicht. Sicher? Absolut. Du bist nicht verschlagen genug. Also lass mich weiter überlegen. Nein, das ergibt keinen Sinn. Vielleicht... Einprägsame Region. Na? Oh. Ich hab's. Kleriker. Falsch. Ah!
Okay. Hätte besser laufen können. Diese Glutfliegen rauben einem den letzten Nerv. Das stimmt. So, weiter geht's. Wo war ich? Ah, genau. Falsch. Ach, da mal raus mit der Sprache. Sagt dir Xakor was? Das Heimatland der Alps. Du nimmst mich doch auf den Arm. Nein, die Alps und ich haben eine gemeinsame Vergangenheit. Bei Ravak. Hätte nie gedacht, dass ich mal mit einem ehemaligen Alp die Reise nach Caracas antreten würde. Verrückte Zeiten sind das. Aber jetzt muss ich die Augen offen halten. Erwartest du Ärger? Nein, ich will nur kurz Danilo besuchen. Der müsste hier irgendwo sein. Wie besuchen? Ein wir Freund? Wollten. Kann man so sagen. Gehen wir hier diesen Riesenweg bis hierhin? Oder ist es ein anderer Weg? Wie sieht dein Freund denn aus? Ich finde ihn schon. Überlass mir die Suche. Echt? Was ich gerade sagen wollte. So eine einschläfernde Wirkung habe ich? Ja, ja, ich weiß, aber jetzt muss ich mich konzentrieren. Ja, siehst du? Sieht er genauso. Jetzt wieder querfeld ein. Zeit für eine Pause. Wolltest du nicht einen Freund treffen? Wollte ich. Und warum sehe ich ihn nicht? Weil du auf ihm stehst. Was? Ich habe ihn vor ein paar Wochen hier vergraben. Mein Beileid. Man merkt, du bist kein Morkon. Wir betrauern unsere Toten nicht. Und was machen wir dann hier? Danilo erfüllt einen anderen Zweck. Er dient als Wegweiser. Besser gesagt, sein Grab. Habe in der Gegend ein paar Sachen versteckt, die vielleicht noch von Nutzen sein werden. Aber ich werde etwas brauchen, um die genaue Stelle zu finden. Du könntest dich währenddessen etwas nützlich machen. Südöstlich von hier habe ich des Öfteren ein paar Beißer grasen sehen. Da wir bald unser Lager aufschlagen werden, ist es besser, wenn sie verschwinden. Ich kümmere mich um sie. Ravaks Segen mit dir. Also, okay. Wenn du sie dir zur Brust nimmst, schneid ein paar Fleischbrocken raus. Müssen ja nicht unnötig hungern. Wenn die Arbeit getan ist, sieh dich nach einer Ruine im Osten um. Du kannst es dir einfach machen, wenn du immer den Klippen folgst. Dort werde ich dann auf dich warten. Exzellent. Gute Jagd. Du bist jetzt aktiv? Ne, den muss ich erst aktiv machen, ne? Ach, die da. Wohlgenährte Beißer. Ich komme. Das war der letzte. Mal sehen, ob Ivan es mittlerweile bis zur Ruine geschafft hat. So, wo ist die Ruine? Muss ich wieder die nächste Quest auswählen hier, oder was? Tatsache. Ja, ich soll die aus dem Weg räumen hier. Wow.
bist schon tot. Sag es doch. Ah, da bist du ja. War die Jagd erfolgreich? Nö, nee, war nicht so doll. Was war das hier gerade? Ach, klettern. Lecker, 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 lecker. So. Ich habe mich um die Beißer gekümmert. Und? Hast du an das Fleisch gedacht? Natürlich. Ich wusste, du denkst mit. Jetzt sollten wir unser Lager aufschlagen. Es hat keinen Sinn, weiterzureisen. Oh, meine Beine schmerzen. Ach, komm auf. Hilfst du mir beim Aufbau? Die 2 Meter. Klar. Sag mir einfach, was ich tun soll. Gut. Machen wir uns an die Arbeit. Treiben wir etwas Feuerholz auf. So ein Lagerfeuer spendet Wärme und schreckt das Viehzeug ab. Oh, gemütlich geht zwar anders, aber ich bin zufrieden. Dann sollten wir uns jetzt um das Essen kümmern. Gute Idee. Zum Glück ist die alte Kochstation noch intakt. Wenn du willst, könnte ich uns eine deftige Kartoffelpfanne zubereiten. Na los, los. Oder besser, ich bringe dir bei, wie man das macht. Oh, noch besser. Pass auf, du musst die Kartoffeln schön lange von jeder Seite anbraten. Aha. Danach kurz abkühlen lassen und wieder braten. Das macht sich schön knusprig. Oh. Dann tust du das Fleisch dazu. Es darf aber nicht zu trocken werden. Okay. Einfach scharf anbraten und bei indirekter Hitze garen lassen. Das ist der Trick. Aber ich rede schon wieder zu viel. Hier die Zutaten. Dann ab mit dir an den Herd. Lass einfach nichts anbrennen. Was? Wie ist der denn drauf? Mach dir ruhig eine doppelte Portion. Ich bin mit einer zufrieden. Informative Umgebung. Okay. Ah, mein Kopf. Verdammte Infektion. Das Schlimmste bei dieser Seuche ist das Gefühl des Kontrollverlustes. Es macht mich wahnsinnig. Ich hoffe, wir kommen da noch durch hier. So, dann haben wir auch wieder haufenweise Futter. Sehr gut. Fehlt ein Chili. So, ich hoffe, das hat ausgereicht. So, mein Freund. Hier, deine Portion. Ah, das riecht ausgezeichnet. Und schmecken wird's mir auch. Hau dich ruhig aufs Ohr. Ich übernehme die erste Wache und halt das Feuer warm. Morgen früh ziehen wir weiter. Gute Nacht. Boah, wetten, der haut ab. Er hat uns nur im Glauben gelassen. Ist hier ein Bett, ja. So, Achtung, 3, 2, 1. Schlafen. Siehst du, ist schon weg. Falk, wie sagst du nicht auf? Bemerkenswerte Landschaft. Er ist abgehauen. Merkwürdig. Und? Oh. Ausgeschlafen? Ich habe die 2. Wache mit übernommen. Wollte dich nicht wecken. Hast unverständliches Zeug im Schlaf geredet. Da dachte ich mir, die paar extra Stunden Schlaf schaden dir sicher nicht. Bin aber nicht müde. Von mir aus können wir aufbrechen. Da jammert doch bestimmt gleich, wenn wir 5 Meter laufen. Lass uns weiterziehen. An mir soll's nicht scheitern. Auf geht's. Der ist... Ich denke, der ist es an der Zeit, dass ich ehrlich werden muss. Ja. Wie meinst du das? Du wirst nicht viele Morkons finden, die von meinem Schlag sind. Sich mit mir abzugeben, bedeutet in Schwierigkeiten zu geraten. Warum? Ich handle nicht nach den göttlichen Geboten Ravaks. Das bedeutet? Ich treibe Handel mit anderen, obwohl es uns Morkons verboten ist. Der eigentliche Auftrag lautete, Reisende zu überfallen und ihnen ihre Sachen abzunehmen. Danilo und ich haben das auch eine Zeit lang gemacht, aber es fühlte sich falsch an. Habt ihr sie umgebracht? Ja, wir Morkons sind... Entschuldigung, ich musste looten. Kleinen Moment. Wo bist du? Ach da, nee, da unten. Hier, ich bin da. Wo war ich? Ah, genau. Ja. Aber anders als Außenstehende müssen wir uns den Tod verdienen. Zumindest die meisten. Einige Ungeduldige bringen... Ach komm. Zumindest die meisten. Einige Ungeduldige bringen sich auch einfach selbst um. Verrückter Haufen.
Ja, das sind wir. Wir gehen jetzt aber nicht durch den Tunnel hier, oder? Sag mal, tritt uns doch bei. Nee. Sicher einiges, was wir dir beibringen könnten. Nee. Ich meine, solange diese Möglichkeit noch besteht. Ihr habt so ein Ding, das lässt sich ritzen. Das ist nicht gut. Zwischen unseren Abwerbern und Resistenten ins Ungleichgewicht gerät, könnte es zu spät sein. Also, was sagst du? Konzentrieren wir uns auf den Weg, der vor uns liegt. Kein Ja, aber auch kein Nein. Was ich gerade sagen wollte. Kein Ja, aber auch kein Nein. Das reicht mir. So langsam nähern wir uns der Heimat. Ist das ein Problem? Das wird sich zeigen. Verfluchter Drecksack! Entschuldigung. Ist eine Truhe. Ja, Moment, ich muss looten. So. Ja, die alten brauche ich. Habe ich da was jetzt? Oh, was war das? Das, was nicht gelootet. Besorgniserregender Ort. Da. Ja. So besorgniserregend ist es nicht mehr. Ein Kampf. Hä? Das Vieh gehört mir. Na, wo ist das Vieh? Der Kampf ist so gut wie vorbei. Da ist es hier. Aua! Sind unter dem diesem Konverter-Dings da gelaufen. Ein Wölfchen. Achtung! Okay, die Angriffstaktik, die funktioniert ganz gut. Mit dem Schweben, Ranpirschen. Ja. Holen wir mal eine Flasche Bier. Dann streike ich hier. Was ist da drüben? Sowas wie ein Lager hier. Ich bin nicht gut genug. So, warte mal, hier ist eine Truhe. Ich Marker setzen, Truhe. So. Oh. Darf ich aber mitnehmen? Hi Gregor. Hey du, hör mal. Pass auf, die Gegend hier ist gefährlich. Sagt wer? Na ich. Ich bin auf der Jagd nach etwas Großem. Und genau in dieser Gegend soll es zu finden sein. Ach so. Also pass auf deinen Arsch auf. Sonst ist der Trollfutter. Du jagst Trolle? Erstmal nur den einen. Diesen angeschlagenen Unhold aus der Gegend da drüben.
Den traue ich mir wohl noch zu. Was ist mit dir? Interesse? Du jagst allein? Du meinst, wo meine Jungs sind? Die Schisser sind weggelaufen, als sie hörten, was ich vorhabe. Aber kein Problem. Ich bin der Stärkste unter ihnen und mache eh meist lieber mein eigenes Ding. Da brauche ich keine Hemden, die mir im Weg rumstehen. Du allerdings. Du siehst aus, als könntest du einen ordentlichen Bums vertragen. Einen ordentlichen Bums. Ein angeschlagener Troll. Was genau heißt das? Meine Jungs haben vor ein paar Tagen beobachtet, wie dieser Unhold über einen hervorstehenden Felsen gestolpert ist. Er muss sich dabei eine schlimme Verletzung am Bein zugezogen haben. Er humpelt seitdem sehr verdächtig durch die Gegend und scheint sich nicht mehr so richtig wehren zu können. Genau der richtige Zeitpunkt, ihm den Gnadenstoß zu versetzen. Trolle jagen? Genau mein Ding. Was denn? Tatsächlich? Na Mensch, es gibt in diesem Teil der Welt also doch noch ein paar Kerle, die Mummen den Knochen haben. Na klar. Dann lass uns keine Zeit verlieren. Dieser Unhold humpelt irgendwo hier in der Nähe herum und wartet nur darauf, von uns aufgespürt zu werden. Okay. Nur ein Wort von dir und es geht los. Lass uns den Unhold aufspüren. Sehr gut. Los, komm, den holen wir uns. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viele jetzt da hinlaufen. Ah, leider kommt der andere nicht mit. Du hast Mummen in den Knochen. Das gefällt mir. Vielleicht bin ich auch einfach bloß plemplem. Warte mal, wir nehmen ihn hier mit, oder? So weit wie möglich. So, du kommst mit. Sauer. Weißt du, die Pfeifen, mit denen ich normalerweise unterwegs bin, kriegen ja den Arsch nicht hoch vor lauter Angst. Okay. So, weiter geht's. Achso, du willst da wieder runter, oder was? Los, weiter. Ich will den Unhold unbedingt erwischen. Was bist du für einer? Ein Wüstenteufel, kein älterer. Ich weiß, hätte ich jetzt gerade mitnehmen können, aber habe ich nicht. Hey, wo ist denn der Unhold, Mann? Der ist ja 5 Kilometer entfernt hier. Ach, da ist der Unhold. Ja, ich würde mal sagen... Oh, das ist der Unhold. Ja, ist der Unhold. Ich komme. Toll, der ist schon tot. Tschüss. Raketentreibstoff. So, ist er wieder bei Kräften der andere? Nee, ne?
die Quest gerne alleine machen. Ja, toll. Guck mal, der ist schon wieder respawned. Wenn ich mich nicht in den Kampf einmische, dann... Nee, der ist noch nicht tot. Ich muss mich nur nicht in den Kampf einmischen. Guck mal, der liegt jetzt da lang und dann nur... Oh. Dann dreht er wieder seine Runde. Weil er ist ja ein NPC, der kann nicht sterben. Jetzt liegt er bloß wieder ein bisschen rum und steht da wieder auf, siehst du? Oh, guck mal, der hat gerade wieder geheilt. Der Unhold. Da drüben. Jetzt habe ich genügend Aggro aufgezogen. Es ist soweit. Ich brauche deine Hilfe. Nee, nicht jetzt! Das war der Deal. Gut, dann erkläre ich dir kurz, worum es geht. Du weißt, ich versuche, menschlicher zu werden. Dazu gehört zweifelsohne das Teilen des eigenen Hab und Guts aus reinster Nächstenliebe. Ja schon, aber in deinem Fall... Ist es kompliziert, ich weiß. Da haben wir wieder diese gewisse Irrationalität. Eine Maschine und Nächstenliebe. Wie passt das zusammen? Gar nicht. Keine Ahnung. Ich auch nicht. Darum muss ich versuchen, genau das zu provozieren. Was willst du machen? Würstchen verteilen? Das ist eine gute Idee. So einfach könnte es sein. Nahrung mit jemand anderem teilen, der sie brauchen kann. Wie bist du nur auf so einen guten Einfall gekommen? Das hat anderswo auch schon mal gut funktioniert. Jesus. Du bist leider ein Cyborg und brauchst keine Nahrung. Also kannst du damit auch keine menschliche Tat simulieren. Warum nicht? Deine gute Tat sollte selbstlos sein, damit es funktioniert. Das ist es aber nicht, wenn du die Nahrung, die du verteilst, gar nicht brauchst. Und wenn ich mein Fleisch verkaufen und mir so einen Vorteil gegenüber anderen verschaffen würde? Das wäre das Gegenteil von selbstlos. Alles klar, dann machen wir das so. Fehlt jetzt nur noch das Fleisch. Okay, besorg welches. Damit kenne ich mich nicht so gut aus. Kannst du mir dabei nicht helfen? Na schön, ich werde sehen, was ich tun kann. 10 Batzen rohes Fleisch sollten reichen. Sehr gut. Ich nehme es entgegen, sobald du es hast. Da drüben! Der arme Falk. Wow, 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 wow. Also los. Ja, also los. So ein Schlamassel.
Was? Noch so ein Biest. Ich keine Ahnung, was der jetzt hier gerade macht. Schlag doch einfach zu, Mann. Das sind mir tolle Helfer da drüben, ey. Au. Ja, gleich haben wir ihn. Toll, jetzt habe ich den komischen Vogel da wieder zerstört. Warum hauen die denn nicht mehr? Da drüben. Jetzt lass ich den hier nicht gehen, du. Das Schöne ist, man kann auch im Kampf speichern. Oh. Oh. Der andere eigentlich. Okay, laden, 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 laden. Voll auf den Kopf, ey. Wo ist denn der andere? Ist der tot oder was? Da kommt der andere jetzt, der kommt zu Fuß eingelaufen. Schlagt ihn. Jawohl, ja. Wie jetzt? Ich kann ihn nicht looten. Jetzt. Dein humpelnder Unhold ist erledigt. Das ist aber etwas enttäuschend, wenn ich ehrlich bin. Was? Ich dachte, es ginge erst noch so richtig rund. Was? Er war nicht der gefährlichste Troll, dem ich begegnet bin. Was? Naja, muss ich uns wohl einen würdigeren Gegner suchen, was? Was? Wie auch immer. Gute Arbeit, Kollege. Ich denke, wir sehen uns bald wieder. Dann aber mit einem wahren Gegner, der unserem Mut und unserer Stärke auch gerecht wird. Hab bloß 200 Pfeile verloren hier. Ist das halt...
Also. Naja, immerhin. Jetzt muss ich bloß unseren eigentlichen Auftraggeber wieder finden hier. Muss ich dich aktivieren hier, um mit ihm zu sprechen? Nee. Ich brauche wirklich das Fleisch, was ich alles verbraten habe. Nee. Da. So. Wir müssen Ivan wieder finden. Ivan steckt irgendwo fest. Da müssen wir irgendwo Pfeile. Ah, Rivan, schön, dass du da bist. Müssen wir irgendwo Pfeile herkriegen. Ich habe ganz schön viel verballert. So, Ivan, können wir. Warum bleibst du stehen? Gib mir einen Moment. Ich will mich nur kurz umsehen. Bin gleich zurück. Sind das Spuren? Kommt mir bekannt vor. Ach so. Wohl? Nein. Nein. Ich muss falsch liegen. Das war's. Wir können weiter. Und? Falscher Alarm. Lass uns weitergehen. Verdammt! Abwerber! So viel zum falschen Alarm. Überlass mir das Reden und spiel einfach mit. Ich fall vom Glauben ab. Ivan? Tengis sucht dich seit einer halben Ewigkeit. Wo warst du? Und wo ist Danilo? Er ist tot. Ein paar Wochen schon. Wochen? Und statt zurückzukehren, gibst du dich mit diesem Fremden ab? Das war so. Danilo und ich hatten eine Karawane der Berserker ins Visier genommen. Die Beute sah vielversprechend aus. Proviant für einen Monat, Material. Ja, und dieser Typ hier. Nur wir hatten kein Glück. Sie haben sich mit Feuerbällen gewehrt und irgendwann stand alles in Flammen. Das totale Chaos konnte gerade so meine Haut retten. Danilo aber, nun ja, auch mein Begleiter hier hat es erwischt. Zurücklassen konnte ich ihn nicht. Er will in Danilos Namen unserer Sache dienen. Ach, tatsächlich? Beweise mir, dass deine Worte etwas taugen. Knie nieder und schwöre. Und jetzt schwöre bei Ravak, dass du die Wahrheit gesprochen hast. Ravak, Gott des Blutes, Gott des ewigen Stillstands, richte dein allsehendes Auge auf deinen Diener. Ich schwöre, dass sich alles wie berichtet zugetragen hat. Immerwährende Pein soll mich überkommen, wenn ich die Unwahrheit gesagt habe. Aufstehen! Ravak wird entscheiden, ob dein Schwur rein war. Jetzt erzähl mir, ob du auch den Proviant mitgenommen hast. Natürlich. Gut. Dann wird dein Freund deine Geschichte ja sicher bestätigen. Tritt beiseite. Oder her zu mir. Wie redest du mit mir? Ich bin der Schlechter von Zagor. Du wolltest mich sprechen? Wollte ich. Und jetzt beantworte mir eines. Stimmt die Geschichte, die Ivan mir erzählt hat? Sie stimmt. Jedes einzelne Wort. So, so. Und der Teil, dass du dich uns anschließen willst, ist somit auch die Wahrheit. Interessant. Ravak sei dir gnädig, wenn deine Worte nur hohles Gewäsch sind. Ivan, sorg dafür, dass der Proviant in der Grotte ankommt. Los, verschwindet. Deswegen die Handelswaren. Habe ich damit jetzt mein Urteil unterzeichnet, dass ich, ne? Bei Ravak, das ist gerade noch mal gut gegangen. Ich hatte schon geahnt, dass meine Abwesenheit Wellen schlägt, aber von solchem Ausmaß. Halb Karakis scheint mich zu suchen.
nicht gut. Und du willst trotzdem zurück? Natürlich. Ich will mich nicht aus der Verantwortung stehlen. Und ich kann nicht zulassen, dass meine Familie für mich gerade stehen muss. Besser, wir halten uns ran. Die Zeit drängt. Danke nochmal, dass du mich nicht in die Pfanne gehauen hast. Nicht auszudenken, was passiert wäre, hättest du nicht mitgespielt. Aber vergessen wir den Vorfall. Hoffentlich begegnet uns keine weitere Patrouille. Mir nach. Wirst du von allen Morkons... Der Moment. Segensbringer. Ho, 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 ho. Wie weit müssen wir eigentlich noch? Müssen wir noch den ganzen Weg bis da? Nee, oder? Los, beeil dich. Ich weiß nicht, wo du hin musst. Ist klar, genau da, wo das Viehzeug ist. Da waren wir auch schon. Oh, was war das? Vorsicht! Noch kein Level up. Ich erledige das. Ein Kampf! Ja, los! Jawohl, ich hab's getötet. Ab hier müssen wir sehr vorsichtig sein. Oh, okay. Wieso? Weil in dieser Gegend ein verflucht mieses Vieh haust. Das wäre? Ein Bergtroll, um sich zu bringen. Doch, nö, nicht noch ein Troll. Sollen wir ihn zur Strecke bringen? Bist du wahnsinnig? Das Vieh reißt uns in Stücke. Ach komm hier. Komm schon, das wäre doch ein krönender Abschluss der Reise. Nicht in 100 Jahren. Ein paar Kreischer erlegen ist eine Sache, aber ein Troll? Ohne mich. Ich hätte keine Freude daran, deine Überreste zusammenzukehren. Du hast mich überzeugt. War eine blöde Idee. Da bin ich aber erleichtert. Jetzt aber weiter. Es ist nicht mehr weit. Zerstörung gestiegen, Kurz Zerstörung vor der Grotte gesunken. Gehen wir wieder unsere eigenen Wege. Warum? Ich will dich nicht in Schwierigkeiten bringen. Darum ist es besser. Fantastisch. Toll. Ich mache hier Luftschwünge. Wo war ich? Ah, genau. Das Vieh gehört mir. Ich will dich nicht in Schwierigkeiten bringen. Darum ist es besser, wir hängen unsere Reise nicht an die große Glocke.
Solange die Resistenten mich im Visier haben, ist... Da drüben! Alter, die hauen einfach rein und fertig ist. Solange die Resistenten mich im Visier haben, ist es besser so. Du übertreibst. Ich weiß, wie meine Leute ticken. Vertrau mir. Und du gehst auch sicher nicht mehr verloren? Natürlich nicht. Und jetzt hör auf, meiner Mutter Konkurrenz zu machen. Ich empfehle dir übrigens, Costa einen Besuch abzustatten. Wer ist das? Unsere Kellerassel. Auch... Was ich gerade sagen wollte. Unsere Kellerassel. Auch Wirt genannt. Was er dir anbietet, schmeckt vielleicht nicht so gut wie das Zeug der Berserker, macht aber satt. Und man kann bei ihm ein paar Split... Und man kann bei ihm ein paar Splitter verdienen. Wie genau, erklärt er dir dann schon. Was hatte ich gesagt? Warte mal. Wir brauchen... Nee. Hä? Hatte ich hier nicht eine Waffe, die nur unweigerlich wenig Attribute brauchte? Scheinbar nicht. Aber für den Bogen war was, ne? So, wir könnten einen neuen Bogen nehmen. Aber 10 Attribute kriegen wir nicht drauf. Das schaffen wir nicht. Aber 5 würden wir schaffen. Dann hätten wir die Berserkerbogen. So, dann können wir nämlich den hier nehmen. Zuweisen auf 2. Dann sollten wir ein bisschen mehr Schaden machen können schon mal. Jetzt ist es wirklich nicht mehr weit. Wie schnell doch so eine Reise vergeht, wenn man sich in guter Gesellschaft befindet. Ja. Hoffentlich schiebt nur Dimitri Wache. Weil wir wetten, dass wenn Gregor... ebenfalls auf Posten ist, führt das immer zu Problemen. Warum? Weil er zu den Resistenten gehört. Du wirst bald verstehen, was ich meine. Wollen wir wetten, dass Gregor hier den anderen Troll kaputt machen will? Deswegen? Jetzt aber weiter. Oh, guck mal. Ja, okay. Der höhere Schaden ist schon mal super. Was ist das? Vorsicht! Was sind das für Viecher? Sind das Roboter? Wir sind da. Die Grotte. Heimat der Morkons. Leider hast du kein Glück. Marat hält auch Wache. Wird er Probleme machen? Mich werden sie passieren lassen, aber dich? Die Chancen stehen 50 zu 50. Bevor ich mich verabschiede, gibt es noch eine Kleinigkeit, die ich dir nicht verschweigen will. Hör mir jetzt gut zu. Unter den Morkons existiert neben den Resistenten und Abwerbern noch eine andere Gruppe. Sie steht für etwas, das einem Großteil meines Volkes zuwider ist. Ich kann dir nicht mehr über ihre Ziele sagen oder wer sie sind. Nur so viel. Du wirst sie finden, wenn du für eine gerechte Sache eintrittst. Aber jetzt ist es wirklich Zeit, sich zu verabschieden. Mach's gut, mein Freund. Und wenn du mal ein paar Splitter übrig hast, komm mich ruhig besuchen. Wir sehen uns. Das sind Monster in Rüstung.
oder so. Keine Ahnung. So, wo sind wir denn jetzt hier auf der Karte? Hier in der Senke. Ah. Warte mal. Dann gibt's doch... Ja, siehst du, wollte ich schon mal sagen. Teleportergrotte. Nun gut, das war ja passgenau. Ich dachte schon fast, wir müssen bis hier oben hinlaufen mit ihm. Nee, wir müssen da hinlaufen. Ich habe mir dann überlegt, warum eigentlich. Mir ist gar nicht. Es ist ja eigentlich Outlaw-Gebiet und nicht, ne? Morkon. Na egal, das soll's für heute Abend gewesen sein. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ah, die Geier sind schon über uns. Wir speichern hier einmal permanent. So. Wir haben Falk heute kennengelernt. Falk lernt noch, ist Azubi, ne? Also wenn er trifft, trifft er. Die Frage ist, wann er trifft. Und aber ich glaube, den kriegen wir noch rangezogen. Und ja, wir sind eigentlich auf einem guten Weg, wenn ich mal. Wir haben jetzt zwei Lernpunkte, das heißt, wir können jetzt wieder was ein bisschen ausgeben beim Lernen. Mal schauen. Haben wir? Oh Gott, so viel. Oh, wir haben. Moment. Halt, bevor ich gehe. Kostet kein Brot. Morgen weiß ich noch nicht. Ich habe den Shiki gefragt, wie es aussieht. Wieder ein bisschen Dying Light. Vielleicht daneben ein bisschen quatschen. Mal gucken. Das Wichtigste, Hauptquest. Weil das Spiel ist sonst zu lang. Aber wir wollen es halt auch zu Ende spielen. Also ich würde schon gerne das Ende sehen, worum es dann nachher alles geht. Aber die ganzen Nebenquests machen es ein bisschen zu langatmig. Und ansonsten Aloy. Denn die Tage kommt... Siberia 4 und da will ich nichts Neues anfangen. Nee, Ho habe ich nicht. Erst voraussichtlich Donnerstag, Freitag. Wahrscheinlich aber eher Freitag, weil ein paar Umbaumaßnahmen in der Firma sind. Elektriker sind im Haus. Und da muss ab und zu, Haustechniker, der dafür alles zuständig ist, der ist ein bisschen überfordert mit der ganzen Geschichte. Ist auch nicht schlimm. Deswegen gibt es ein paar Sachen zu koordinieren und vielleicht ist es besser, wenn ich dann dabei bin, wenn es dann um den ganzen IT-Kram da geht. Verkabelung hast du nicht gesehen und ein Fragezeichen zu viel ist nicht so schlimm. So, gucken wir mal, was macht denn jetzt der Jetpack? Ja, der macht gut. Der macht sehr gut. Wir haben jetzt zweimal den Jetpack erweitert. So, warte mal, wir müssen unsere typische... Oh, oh. Moment, warum ist der Jetpack nicht verbraucht? Die Bremsrakete? Die müssen wir doch anbauen. Der hat die Bremsrakete nicht verballert. Ihr habt es genau gesehen. Er hat die Bremsrakete nicht verballert gerade eben. Auf alle Fälle läuft es jetzt viel länger. Was ja auch das erklärte Ziel ist. Habe ich hier was übersehen? Ich habe hier einen Pfeil übersehen? Skandal. Okay, gut. Wir sind oben. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns morgen Abend wieder. Ähnliche Zeit, also irgendwas zwischen 9 und 10. Ne? Je nachdem, wann die Leute hier ins Bett gehen.
Und ja, schlaf gut. Träumt was Schönes. Bleibt gesund. Speichern. Und ja, schönen Dienstag. Bis dahin. Euer Firefox.